Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Aaron Talked, Empire of the Underground. Ja, mal was ganz Neues hier. Ist schon etwas länger draußen. Zurzeit spiele ich hier in der Version, Early Access Version, kann ich nicht richtig lesen, die 0.1141. Ich nehme das hier gerade im Dezember auf. Also, ja, wenn es jetzt rauskommt, dann ist es ein paar Monate alt. Also ich musste irgendwas aufnehmen oder ich habe was aufgenommen, eben halt um meine Arbeitszeit sozusagen da zu überbrücken. Weil wegen meiner Arbeit ist so die Aufnahme im Moment alles so schwierig. Ja, na gut. Nichtsdestotrotz, ich habe es zwar aufgenommen, oder nehme es hier gerade auf, wahrscheinlich schon dann bekannt ist, ja, hier kann man sozusagen Ameisen-Terrarium, ja, sozusagen eine Ameisenkolonie verwalten, die gleichzeitig einen Untergrund hat, wie hier zu sehen, und dann halt über so ein Schläuchchen auf die Oberwelt sozusagen verbunden ist. Ja, man muss eine kleine Kolonie hier drinne voranbringen und man kann auch sozusagen einige Missionen machen, wo man halt eine andere Kolonie außerhalb spielt, aber halt immer eine neue. Das heißt, mit der Kolonie hat das nichts zu tun, aber um gewisse Dinge zu bekommen für die Kolonie eben halt sozusagen. So, nicht lange quatschen, wir starten einfach mal jetzt ganz fix. Ja? Das ist meine alte Welt, die habe ich schon gespielt gehabt, wir machen aber jetzt Neues. Wir nehmen Blue habe ich da genommen, Blau. Nehmen wir Grüne. Ach, wir nehmen Grüne. So, wir nehmen jetzt einen neuen Namen. Ups. Gott, ich kann heute nicht schreiben. So, und starten das Ganze. So. So, ja, ihr seht es. Unsere kleine Kolonie. Ah, I see the Queen has taken well to her new home. It's fascinating. She has already started to spawn. Incredible, really, that we found such a healthy specimen. How long until we can expect to see interspecies polymorphism? We should be patient and allow the colony to grow first. I've placed food nearby. Then we will introduce the Formica fusca and observe their reaction. Excellent. Keep me updated on their progress. So, da habt ihr soeben die zwei Forscher gehört, die sozusagen das Terrarium hier, das Formakarium oder halt die Ameisenkolonie beobachten. Come on now, my little ants. You need space to grow. Dig, dig, dig. Ja, ihr habt soeben den ersten, den Typen gehört. Der ist, kann ich schon mal vorweggreifen, geisteskrank, wahnsinnig, keine Ahnung. Also, so kann ich mir das eher vorstellen. Is so. Something wrong? I have provided them with food just a few centimeters south of the Queen, but they don't seem to be interested. If they are too distressed to collect food, then we will have to replace the colony and start again. Such a terrible waste. Ach, hier unten ist noch Essen. Ach, ganz vergessen. Okay, dann tun wir das auch mal hier wegmachen, weil ich habe nicht schon was vor. Ach ja, dann werden wir halt noch unsere Ameisen hier. Im Moment haben wir jetzt nur drei Ameisen hier rumlaufen, aber da die jetzt das Futter ranbringen, schlüpfen gleich die anderen beiden. Genau, sieben können insgesamt schlüpfen und somit haben wir immer 7 Arbeiter, die sozusagen hier drinnen für die Königin zu, ja, Gänge sind. Wir können auch gleich nach draußen buddeln. Das werden wir auch noch machen. So, ich habe da schon was vorgeplant. Deswegen weiß ich ungefähr, wie viel ich mache. So, dann werden wir auf jeden Fall hier erstmal eine Futterecke einrichten. Ich habe noch so leicht Husten. Ist ja schlimm. So.
Die bauen jetzt sozusagen unsere Futterecke an, wo das Essen gelagert werden kann. Sieht auch ganz nett aus. Ja, baut, baut, baut. So, dann gibt es noch Wege, können wir machen, um schneller laufen zu können, aber das ist im Moment jetzt zweitrangig. Und dann können wir hier upgraden. Gewisse Punkte. Wie man hier sieht, sind ups. Wenn ich jetzt mit der Maus rübergehe, sieht man das so schlecht. Sieht man um die 6er Punkte in der Mitte halt die ganzen plus 1 jeweils. Wenn Wände dran sind, gibt es jeweils plus 1 und auch wenn Wege dran sind, hier zum Beispiel fehlt halt ein plus 1 noch, ja, weil hier offen ist. Deswegen können wir das nicht updaten und hier ist halt, wenn das voll ist, kann man das sozusagen updaten. Das heißt, hier kann dann mehr gelagert werden oder auch bei den Ameisen, wie hier, das sind zurzeit unsere Arbeiter nur, die können dann sozusagen das Zeug dann ja auch updaten, die Ameisen. Hiermit befehligen wir sozusagen mit Pheromonen, sprühen wir hier hin, damit die Ameisen hinlaufen und das Futter sozusagen einsammeln und sozusagen zum Lager bringen. Im Moment können wir 200 einlagern, das ist echt nett. Und in der Zeit öffnen wir mal den Haupteingang nach oben. So. Wir holen noch das restliche Futter hier ab. Hier wird schon gebuddelt, man hört's. Und voilà. Wir sind für die Oberfläche. So, die Oberfläche hat auch dann noch hier so einen kleinen Anstöpselung. Dann haben wir hier oben noch eine weitere Anstöpselung und hier drüben. Von dort aus können überall Gegner anmarschiert kommen. So, jetzt werden wir mal gucken. Ah, fehlt noch ein bisschen Nahrung. Ah, seht ihr? Nahrung ist voll. Das heißt, wir tun wir doch mal updaten hier. Oder? Ne, lassen wir mal. Ja, das lassen wir. Wir können ja mal mit den Ameisen nach oben kommen. So. Kommen wir jetzt mal mit der Ameise nach oben. Also mit dem Husten tut es mir echt leid. Ja. So, ich weiß gar nicht, wie laut die Musik für euch ist. Ja, ja doch, doch, ist okay. So, Ameisen sind okay. So, ansonsten können wir hier noch über die DNA können wir sozusagen noch Sachen auswählen. Womit, ja, sozusagen Forschungsbaum bezahlt wird mit diesen Art, was ist das? Gelee Royal? Irgendwie so. Auf jeden Fall mit diesem Glibberzeug hier wird bezahlt. Das sind unsere Kämpferameisen. Dafür brauchen wir 75 Gelee. Ja, wie ihr schon seht, kämpfen die da oben gegen, keine Ahnung, gegen irgendwas. Und das hier ist die Wood-Ameise, also die Holzameise. Die kann einmal Mörser schießen und einmal Rapid Feuer, also Schnellfeuer. Direkt. Und ja, na gut. Mehr haben wir hier eigentlich nichts zu tun. Und ja, da kommen wir jetzt sozusagen gleich zur ersten Mission. Wir werden erstmal hier die ganzen Sachen wegmachen. So. Ja. Sonst brauchen wir nichts. Also, wie gesagt, ich habe ja schon mal gespielt gehabt. Und ein bisschen Futter liegt hier noch rum. Deswegen ist auch hier oben die Speisekammer sozusagen da. Damit ich halt gewisse Punkte hier einsetzen kann. weil wir später auch von außerhalb Essen bekommen und damit die nicht so lange Laufwege haben, können die das gleich hier reintragen. Früher hatte ich das immer gehabt, dass hier unten meine Speisekammer war, bis nach unten durch. Aber nee, wir machen das jetzt hier vorne. Damit es halt kürzer Weg ist. Aber nichtsdestotrotz, wir machen gleich die erste Mission. Es gibt ja auch zwei Challenges, wie ihr seht. Aber dazu später mehr. Wir machen erstmal die erste Mission. Ja, New Home. Suchen uns eine Schwierigkeitsgrad aus. Gehen auf Medium. Wenn wir Easy nehmen, gibt es weniger Zeug. Ja. Und auf, ja, gibt es natürlich das meiste, aber ist doch ein wenig hart. Aber wir gehen Medium. Die Mission können wir immer wieder wiederholen und halt loslegen. Aber im Moment. This Formica Fusca Queen has set up home beneath a rotting log. She is fat and vulnerable. Her first brood will need to move quickly if the colony is to survive.
Their priority now is to find food, and there is plenty around. But there are other hungry creatures down here. The workers will need to be vigilant. Ich weiß ungefähr, was ich hier The ants have encountered a pocket of woodworm. These defenseless weevil larvae will make an excellent meal for the colony. They will be butchered and carried off for processing. So. Sehr schön. Wir tun mal ganz kurz hier. Mich schon Futter ranholen lassen. Sollte nicht mehr. Komm, Jungs, ihr sollt arbeiten. Komm. Ach, die buddeln erst also doch wieder erst alles aus. Okay. Ja, die töten gerade die ganzen kleinen Würmer. Jetzt schleppen sie sich schon mal. Sehr schön. Jetzt haben wir schon mal drei mehr. Um einfach mehr Futter schon mal rangeschleppt zu bekommen. So, daraufhin tun wir ein bisschen Futter ansetzen und hier unsere Ameisenkolonie für die Kämpfer, die wir brauchen. Die brauchen jeweils 50 Einheiten Food, um platziert zu werden. Und was war das hier? 5? 5, um eine Larve schlüpfen zu lassen jeweils. So. Dann werden wir nochmal hier rüber alle Ameisen schicken. Die sollen da das Essen schnell ranholen. Damit wir halt auch nochmal ein bisschen Futter haben. Aber wir brauchen noch ein paar Kämpferameisen. Also, die Ameisen sterben hier schnell. Noch. Aber später halt nicht mehr. Da geht das schon ganz gut. So, jetzt werden wir hier dann langsam mal was essen. Ja, wenigstens noch einer. Würde ich machen, dann können wir hier langsam mal loslegen. So. Das ganze Futter hier herangetragen. Okay. So, die Ameisen, die müssen wir aufheben. Wir tauschen mal ganz kurz die Arbeiter rüber. Und zwar nur, wenn die Arbeiter halt frei rumlaufen können, also keine Markierung haben, tragen sie auch die Eier zu den Nestern hin, wo die halt sind. Das heißt, wir brauchen immer eine kleine Stammbesetzung, damit von der Königin aus die Eier, falls unsere Kriegerameisen sterben, neue Ameisen nachgelegt werden. Eier. So wie jetzt. Wird jetzt hier nachgelegt. Hier hin. Und wächst dann wieder. So. Jetzt haben wir unsere ersten 8 Kämpfer fertig. Die positionieren wir gleich hier. Die sammeln sich auch dann Stück für Stück an. Und kämpfen dann auch hier. The workers have uncovered carnivorous larvae of Ochipus olens, the devil's coach horse. They are born ready for combat, with powerful slicing mandibles for chopping up their prey. They are still small, however, and must undergo a final pupation before their armor is fully developed. If the ants are fast, they should be able to overwhelm these critters. Wie gesagt, jetzt haben wir ein bisschen Futter dazu bekommen. Das heißt, wir können hier weitermachen. So, die nächsten. There are intruders in the nest. So. Immer ran da, meine kleinen Soldaten. If the ants had disturbed the adult of these larvae, the outcome for the colony may not have been so fortunate. They must expand with caution. So, jetzt werden wir hier gleich nochmal uns dann hierhin bewegen. Zur Not nochmal eine weitere Ameise noch. 70 haben wir, das heißt, wir können nochmal. Ja, so. Haben wir nochmal ein paar mehr. Und dann 11 Ameisen, die dann übrig sind. There are intruders in the nest. So. Ja, mal gucken, ob jetzt mal eine drauf geht, genau. Dann werden wir bald sehen, dass hier. Nee. Keine Ameise ist von uns gestorben. Ey, das ist echt gut. Auf jeden Fall, das Futter bringen sie hin, das ist sehr gut. Aber dafür sind die Arbeiterameisen ein paar drauf gegangen.
Was natürlich nicht so doll ist. So, mein Futter ist voll. Das heißt, wir schleppen auch das restliche Essen nicht mehr hin. Das heißt, wir tun mal ja, einfach mal das Futter erweitern. Um halt auch mehr Essen lagern zu können. So, jetzt kann der Rest eingelagert werden, genau. So, dann gehen wir hier hin. Und öffnen das hier, diesen Gang mal. 11 Ameisen müsste es gehen. So. Da werden wir jetzt gleich hier wahrscheinlich. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Ja, den Sprecher kann ich nicht ausschalten. Ist aber auch nicht so schlimm, ist vollkommen okay. Es ist doch komplett alles in Englisch. Und hier haben wir ein paar Asseln. Ah, sehr schön. So, wie ihr seht, haben wir ein paar Ameisen verloren, 3 Stück. Die schlüpfen dann wieder. Und die Arbeiter tragen dann gleich die Eier hin. Das heißt, wir hätten dann immer einen kontinuierlichen Fluss hin. So, jetzt holen wir uns mal das restliche Futter hier. Die Mission kenne ich nämlich schon ein wenig. So war das, ja genau. These wood lice will make a significant addition to the colony's larders. But they are clinging tightly to the ground. It's going to take some effort to dislodge them. So, dann werden wir auch mal ganz kurz das Futter upgraden. The workers have done all they can to prepare this brood chamber. Das Gute ist, selbst die Camperameisen bringt tatsächlich Futter mit nach Hause. Ja, das heißt, die beißen jetzt Fleisch raus, wie ihr seht, und tragen das raus. So. Darauf schicke ich gleich mir gleich die noch los. Wir sollen das mal dann hier fertig machen. Die Arbeiter, das Essen kommt dann auch rein. Seht ihr, ich kann jetzt 310 schon eintragen. 370. Wunderbar, das Essen läuft. So, jetzt werden wir auch gleich mal erstmal unsere ersten Kämpfer updaten. Das kostet auch jeweils 50. Also immer ein weiteres Feld. Anstatt eine weitere Ameise tun wir sozusagen die auf Stufe 2 verstärken. Und da die verstärkt sind, geben die auch nochmal Punkte an die Umgebung ab. Das heißt, wenn ich jetzt den verstärke, kann ich den gleich verstärken. Und wenn ich den verstärke, wird der verstärkt. Also aufrüstbar sozusagen, kann man sagen. So, jetzt haben wir... ich darf auch nicht das ganze Essen verbrauchen, weil wir brauchen noch... Essen sozusagen übrig für Nachkommen. So, hier, die werden wir gleich mal sagen. Wie kommt man bitte hier hin? Klaut man das Essen noch mit? Wie viel haben wir noch? 10 und 25. Das heißt, da gibt es erstmal gleich Futter für uns. So, genau. Holt alles ran. Nur noch eine Ameise ran. So, das kommt. Die auch mal sollen mal mithelfen, unsere Arbeiter. So, und sobald der hier platt ist, kann ich hier mal durchbauen für uns. So, das heißt hier weiter aufrüsten, damit unsere Ameisen einfach stärker sind. So, Futter können wir jetzt auch erstmal ordentlich einlagern. So, Stufe 3 können wir auch gleich machen. Machen wir gleich mal mit. Genau, das war's dann jetzt erstmal mit dem ganzen Futter und Aufrüsten. So, die 2 tun wir wieder löschen. Nehmen die 1 wieder an. Gehen hier hin und sagen, öffnet mir mal diesen Haupteingang. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. So, breitere Masse öffnen. Ja, geht nicht. Aber es läuft. Wunderbar, gut. So, das heißt, wir können jetzt hier auch wunderbar hier mal durchgehen. So. Das heißt, wir können auch gleich hier in Ruhe durch und bereiten uns für den nächsten großen Angriff. Weil dann brauchen sie nicht mehr hier außen drum herum laufen, sondern können dann hier den schnelleren Weg nehmen. So, noch die Kämpferameise macht noch das Futter hier fertig. So. Und dann öffnen wir mal hier den Gang. So. Da warte ich noch ab, da
holen wir uns erstmal das Futter hier. Also die Gegner, die hier sind. There are intruders in the nest. So. Immer gehen natürlich ein paar Arbeiter drauf. Weil die gerade ja öffnen. Und ja, wie ihr seht, kämpfen die wunderbar. Es läuft. Ne? So, jetzt kleiner Trick 17. Wir holen uns hier oben das Essen. Oh, hab ich den falschen angedrückt, aber nicht so schlimm. So, Futter kann eingelagert werden. Heißt für uns, wir bauen nochmal 4 Kämpfer. Weil es kommt gleich nochmal Futter ran. Nochmal ein paar Asseln. Dann geht's los. Dann holen wir uns diesen Bereich und knabbern uns dann hier so durch. Bis hier nach oben. Und hier ist sozusagen der Showdown. Ja. Was auf uns zukommt, das sehen wir dann gleich. Aber erstmal. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. Gehört? Wir können einfach keine neuen Ameisen für neues Futter sozusagen ranzüchten, weil das Essen fehlt. Aber das kommt wirklich ran geschafft. Gleich geht's los. So, okay. Ja, mit der Alt-Taste gedrückt halten kann man die Lebenszeichen von den Ameisen sehen. Auch deren Levelstufe ist ganz nett. Ich hab's, man kann es auch in der Einstellung eingeblendet lassen, aber ich hab's gerne ohne diese Lebensbalken einfach. Ist netter. Und ja, jetzt warten wir einfach nur noch ab, bis wir das ganze Futter bekommen. Na los, beißt euch durch. Nehmt euch einen großen Happen mit. Ja, im Moment kann an so einem Kadaver immer nur einer dran rumbeißen, wie ihr seht. Deswegen wartet der Rest noch ab. So, der Rest läuft da hoch. Das heißt, wir können dann in Ruhe sagen, kommt mal hier hin. Wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 9. Nö, wir beißen uns hier drüben rein. Oh. Mal hier hin. Okay. Okay, zack. Aufmachen. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. So. Erstes down. Der zweite. Drei. Sechs sterben sie alle. 4 und 5. Alle weg. So, die werden jetzt alle weggetragen. Somit haben wir auf jeden Fall wieder Futter mehr bekommen. Und setzen auch gleich wieder ein paar Kämpfer an. Dahin. Na ja, das. So. Das heißt, wir kriegen gleich mehr Kämpfer. Warten jetzt nur noch ab, bis halt die Ameisen geschlüpft sind und wir Kämpfer bekommen. Damit es sich lohnt. Bei 26 Ameisen ist schon echt eine ordentliche Stückzahl. Gleich. Na ja, los, kommt. Genau, sehr schön. So, das war's. 24, mehr haben wir nicht. Das heißt, wir gehen dann jetzt gleich hier oben drauf. Nach oben. Und holen sozusagen noch das extra Futter mit. Dann gehen wir hier unten hin, dann holen wir das Futter. Die warte ich noch ab. Alle her. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. Wir haben es nicht. Kommt alle zurück, kommt alle zurück. Kommt zurück, Ameisen. Das war jetzt. Nur noch gegen 4 Stück.
Ich weiß nicht, ob da meine Ameisen... Mal her. Dann nehme ich auch meine Arbeiter mit dazu. Alle zurück und los geht's. Oh nein, 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 nein. Das war jetzt nicht sehr schön. Haben wir eh eine verloren. Ja, und. Da hört das Ploppen. Da hört ihr es ploppen. Oh, oh, oh. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Beinahe in die Hose gegangen. Okay. Aber jetzt gibt's Futter. Okay, ich weiß nicht, ob das normal da liegen soll, aber na gut. Wir holen erstmal die Gegner. Holt die Ameisen, genau. Holt diese komischen Würmer. Ja, wunderschön. Okay. Dann begnügen wir uns doch nochmal hier. Ah, wir sammeln uns mal lieber doch da. Sicher, sicher. Weil wir brauchen erstmal ein paar neue Eier. Erstmal hinpacken. Butter kommt rein, das ist sehr schön. So, ihr könnt alle runter. Gut. So. Die nächsten. Oh, Futter haben wir genug. Das heißt, wir werden auch wieder mal ein paar upgraden. So. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Na? Genau, ran da. Ah, unsere zwei Ameisen sind doch echt gut. Jetzt nur das Futter. Das wird hier gleich hoffentlich ein Kinderspiel. So, das nächste Futter kommt ran. Okay. Nehmen wir nochmal. Weiß nicht. Lassen wir erstmal. 150 haben wir. So, 50, ja. Okay, dann gehen wir hier hin. Obwohl. Können ja sagen, hier hin bitte. Hier gehen jetzt noch 4 Stück hin und dann sammeln sie sich erst einen neuen Pheromonpunkt. Also unsere Kämpfer können natürlich nicht rütteln. Ja. Wir können nur warten und kämpfen. So. Da checken wir sie hin. There are intruders in the nest. So. Ich hoffe, dass das jetzt geht. Ja, man hört es ploppen, das heißt, es kommen wieder neue Ameisen dazu. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. Stück für Stück haben wir uns durchgebissen, so. Wunderschön. Damit wird jetzt das Futter abgeholt. Wir können hier oben das Futter gleich holen. Sehr schön. Ach ja, ist das nett. Oh, haben wir bald alles fertig. Und widmen uns dann sozusagen den letzten Rest da oben. Guck nochmal schnell, so zwei gar nichts mehr. Nö. Genau. So, die letzten Würmer werden gebracht. So. Hier werden wir sie alle sammeln.
Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Aha, das Futter schon wieder. So. Müssen wir mal gucken, wo haben sie die Würmer hingeschmissen? Weil wir wahrscheinlich nicht alles reintragen konnten. Na, da wird schon wieder getragen. Sehr schön. Mal schnell gucken, ob hier irgendwo Futter rumliegt. Aber ich glaube... Ne, nichts mehr. Sieht ganz gut aus. Okay. Los geht's. Sehen wir hier gleich auf. Los, macht auf. Und alle Hochameisen. Die Arbeiter sind da. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Da haben wir einen ganz großen. The ants have stumbled into the path of a fully developed devil's coach horse beetle. And it's hungry for breakfast. The beetle is almost 4 times the size of a black ant and protected by thick plates of external armor. Whilst it bites at the tiny defenders, it sprays foul-smelling secretions from the end of its raised abdomen, disorientating the ants. The devil's coach horse is dead. Its corpse will provide food to support dozens of new brood. So, wie ihr seht, können hier immer zwei Ameisen gleichzeitig dran rumbeißen. Das ist sehr schön. Das heißt, doppelte Futtermenge, die wir rausbekommen. So. Jetzt werden wir was machen, was ich bisher immer gemacht habe. Ich sammle meine Brut unten. Und lasse von einer Ameise das aufmachen. Und zwar einfach aus dem Grund, ich habe die Kämpfer näher an meinen Popo dran. Ich muss mir keine Sorgen drum machen, dass da irgendwas passiert. Die zwei, die sammle ich dann hier. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Ja, beide verloren. Okay. So. Wie ihr seht, zwei solche Fetten. So. Und alle Angriff. Oh, das ist jetzt gerade nicht gut, dass der von hinten ankommt. The ants must protect the queen. Ja, ja, ich sehe es gerade. Wird auch angegriffen. Einige Kämpfer schlüpfen jetzt, weil die sterben. Die werden durch das komische Giftgas oder das braune Zeug, was die Pupsen da verwirrt, und greifen nicht an. Ah, die erste haben wir schon mal platt. Sehr schön. Und the queen is in imminent danger. Meine Arbeiterinnen haben das wunderbar aufgehalten. Sehr schön. Ja, somit haben wir alle platt. This Formica Fusca colony has now established itself as a rising power in the undergrowth. Soon their territory will need to expand above ground, where new challenges await. For the time being, however, the queen is safe. Ja, die Königin ist sicher. Ja, wir haben alles geschafft. Das ist sehr schön. So, jetzt können wir so zu uns aussuchen, was nehmen wir? Was nehmen wir? Ja, nehmen wir mehr Gelee, mehr Futter oder mehr Sachen zum Begraben. Also, das gebe ich zu, das lasse ich mal weg. Ich habe gerne das Futter genommen, weil das Gelee kriegen wir so oder so. Und hier nehmen wir erstmal das Futter für unsere Kolonie draußen. Ja. So. Das heißt, jetzt können wir in Ruhe rausgehen. So. Is it feeding time already? Yes. Genau. Our queen is insatiable. So. Hier haben wir Futter. 3 Würmer. Und irgendwo müssten jetzt ein paar Körner. Ah, da ist das Kornfeld. Seht ihr? So. Schicken wir ganz kurz hier. Dahin. Dahin. Ey, das sollst du aber mitnehmen. Na gut. Achso, unsere Kamera ist voll. Unsere Kamera ist voll? So,
Okay, dann tun wir die auch mal upgraden. So, dies hier. Hört ihr? Können wir nicht upgraden, weil halt da ein Punkt fehlt. Die schleppen jetzt das Essen rein. Achso. Halt. Dahin bitte. Einer und da bitte mitnehmen. Damit das gleich noch eingepackt werden kann. Wie ich sehe, läuft schon einer hin und baut sozusagen das Futter aus. Das ist sehr schön. So, nimm mit. Dann gehst du dahin. Wunderschön. So, und jetzt sage ich einmal stoppen. Damit ihr die Upgrades fahren können. So, Upgrades, bitte. Genau, kommt schon mal her. Sehr schön. Und dann können wir nämlich oben gleich nämlich das Futterarsenal da aufbereiten. Für uns holen. So, der ploppt auf. Wunderbar. So. Den können wir upgraden. So, auf die 12. Können wir gleich noch ein paar mehr auf die 12 upgraden. Sehr schön. Bei Futterlagern ist immer gut. Wichtig. So. Das war's jetzt. So, jetzt können wir ordentlich Futter einlagern. Das heißt jetzt für uns, ja, ich schicke jetzt mal die Ameisen raus. Ah, schicken wir mal. Bis dahin, damit sie erstmal eine Seite weggrasen immer. So, in der Zeit können wir schon mal uns die... Ah ne, die können wir erst ab 75. Das heißt, die könnten wir aufwerten mit Jelly. Das heißt, die Ameisen sind dann schneller, aber wenn wir halt Arbeiter bauen würden. Da das alles in Englisch ist, ist natürlich für mich ein wenig, ja, schwierig. Ja. Na gut. So, ja, das Futter kommt jetzt erstmal rein. Und im Moment können wir noch nur Arbeiter bauen, aber ich baue eigentlich ungern Arbeiter, weil ich weiß, was auf uns zukommt. Lass ich erstmal das mit den Arbeitern sein. Und wir lassen unsere kleinen sieben, das machen. Wie das Futter hier reintragen, die kleinen Grünen. Als wenn schon mir so eine grüne Ameise entgegenkommt. Also, sieht schon ein bisschen komisch aus. Ja. Bis wir dahin haben wir genug Futter drin. Das heißt, wir können eigentlich die nächste Mission machen. Hier. Weil das können wir noch nicht machen. Die Challenge. Wir können zwar schon starten, aber wir haben keine Kämpfer. Wir haben nur Arbeiter. Ja. So. Die Mission können wir immer und immer wiederholen. Jetzt können wir hier wieder auf Medium machen und Challenge-Modus auswählen. Wenn wir den auswählen, kriegen wir mehr Futter wieder und auch mehr Jelly. In den Challenge-Modus wird es natürlich so sein, dass halt, naja, man was extra hat. Kann man sagen, ja. Im Moment ist leider auch nur diese 6, kann man sagen. Ja, also 4 Level insgesamt, diese 2 und die 2 und die 2 Challenge-Modus bisher nur. Was natürlich, naja, ist zwar wenig, aber es macht immerhin noch Spaß. Ja, so. Ja, beim nächsten machen wir gleich das nächste. Oh, beim nächsten rein. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das Video schneide. Das nehme ich gerade am Stück auf. Deswegen. Ja. Die Ameisen können eigentlich erstmal. Genau, wir können ja auch den Speed-Bereich updaten. So, wir machen mal einen Weg hier nach unten, damit sie auch hier da die Eier legen können. Wunderbar. So. Okay, so machen wir's. Die tragen schön. Hat jetzt ja auch nicht viel gekostet vom Futter her. Weiter. Okay,
wir stoppen jetzt mal hier einfach mit der Futtersammlung und lassen mal ganz kurz den schnellen Weg hier bauen. Die restlichen kommen jetzt alle rein. Das Futter bleibt liegen, das brauchen wir gar nicht alles mitnehmen. Aber weil sie da die Wege gemacht haben, auch die Wiege kann man upgraden. Die legen sozusagen Kies hier hin, damit sie schneller laufen. Und ja, die werden dann richtig fix hier drin. So. So, einmal alles updaten bitte. Hier, der und der datet das ab, das heißt, der wird auch noch zum Updaten gebracht, genau. So, wunderschön. So gefällt mir das. So, den daten wir mal ab, dann können wir noch ein paar updaten mit. So, du jetzt auch noch. Der hier rüber 12, 11. Ja, so weit kommen wir gar nicht runter. Schade. Okay. So wie es aussieht. Aber mal gucken, wie weit wir kommen können. Ja, das war's. Die Ecke war's das. Okay. Dann mache ich da noch mal einen Weg hin. Genau, putzt mir das auf. Und dann kann ich nämlich hier den updaten zu 12. Der wird dann zu 12 und 12. Das ist wunderschön. Das heißt, hier können wir wieder updaten, eine kleine Reihe. So Stück für Stück updaten. Stufe 3, damit sie einfach wirklich hier flitzen können. Okay, da fehlt es mir wieder. Da haben wir auch nochmal eine Straße gleich hin. So. So, abgedatet. Na los. Datet alles ab. Wunderbar. Ja, so kann es bleiben. Gut, wunderschön. Das heißt, wir schicken unsere wieder raus und holen die restlichen Futter rein. Ihr seht, flitzen die jetzt richtig hier. Zack, zack, zack. Dran entlang. Wunderschön. Hier oben sind sie zwar wieder etwas langsamer als neuer, aber was soll's. Werden sie für einen kurzen Moment beschleunigt und wieder abgebremst. Sehr schön. Das ist schön. So, wie gesagt, erstmal das Futter reinholen. Was drin ist, ist drin. Kann man einiges nur noch zugucken. Sieht doch ganz nett aus. Wie die das Zeug hintragen, ablegen. Was sind denn das überhaupt? Das hier, sind das Mondsamen? Das Gelbe? Ach, Bohnen, hä? Oder? Sollen das Bohnen sein? Und das irgendwelche Samenkerne? So wie Apfelkerne oder wie? Kaffeebohnen glaube ich nicht. Aber das hier sind ja auf jeden Fall Mondkerne. Mondsamen. Naja. Okay. Das lassen wir dann mal voll werden. Und dann gehen wir ins nächste Challenge-Modus. Das heißt, den Rest spule ich mal hier ganz fix vor.